Moinsen, hier gibt's mal wieder die Technik-News der Woche. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt dran. iPhone 13 Akkus, das ist Thema Nummer 1. Aber nicht die Akkus an sich, sondern dass sie sehr wahrscheinlich größer werden sollen. Und das nicht nur minimal, sondern ziemlich stark. Jetzt ist natürlich die Frage, warum werden die Akkus größer? Bei Apple wäre eigentlich nicht, dass die Geräte dicker werden, was dieses Jahr aber wahrscheinlich passieren wird. Es ist wegen des 120-Hertz-Displays. Hier mal ein paar Beispiele. 12 Pro Max, 3687 mAh. 13 Pro Max, 4352 mAh. iPhone 12 bzw. 12 Pro, 2815 mAh. 13 bzw. 13 Pro, 3095 mAh. Und zu guter Letzt iPhone 12 Mini, 2227 mAh. iPhone 13 Mini 2406 mAh. Also echt eine Menge an Zuwachs. Die Prozentzahl habe ich euch jeweils ausgerechnet. Und ich muss sagen, fast immer 200 mAh mehr. Klingt echt nice. Man muss sehen, wie viel das 120-Hertz-Display verschlingt. Um genau zu sehen, wie das iPhone aussieht, hat John Prosser von Frontpage Tech die CAD-Datei auch hochgeladen. Das heißt, jeder kann sich angucken, wie sehr wahrscheinlich das iPhone 13 aussehen wird. Apple TV Plus für alle Android TV Geräte. Thema Nummer 2 geht sehr schnell. Alle Android TVs mit Android 8 oder neuer bekommen eine Apple TV App. Früher nur für Sony Bravia und Chromecast, jetzt für alle Android TVs ab Android 8. Echt nice. Vielleicht der erste Schritt, dass es irgendwann auch für Android eine Apple TV App geben wird, aber noch gibt es die nicht. Wir werden sehen, was die Zukunft zeigt. Werbung in eigener Sache ist das nächste Thema, denn ich habe das Ziel, 100 Abonnenten zu erreichen. Wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, schreibt einen netten Kommentar. Ihr würdet mir sehr helfen und weiter geht's. Nintendo Switch Pro Listung. Thema Nummer 3, vielleicht das spannendste Thema der Woche. Ein französischer Händler hat nämlich die Nintendo Switch Pro gelistet und so den Preis geleakt. In der letzten Folge gab es schon News zu Nintendo Switch Pro und jetzt ein Preis. Was denkt ihr? Ich sag's euch gleich sofort. Es sind, Trommelwirbel, 399 Euro. Die Seite listet. Meiner Meinung nach kommt es jetzt darauf an, was kann die Konsole. Denn für das Geld bekommt man schon eine PlayStation 5 ohne Disc und eine Series S ist sogar noch mal günstiger. Also man muss sehen, was die Konsole kann. Aber an sich finde ich nicht, dass es ein enorm hoher Preis ist, wenn sie jetzt Zusatzfunktionen zur normalen Switch bietet. Pixel Buds A. Die originalen in Anführungszeichen Pixel Buds waren ja bisher schon sehr beliebt bei den Testern. Jetzt gibt es nicht nur ein Pixel A, sondern auch eine A-Variante der normalen Buds. Das A im Namen der Pixel-Serie steht ja immer für sehr günstige Preise. Die Pixel Buds A beginnen jetzt bei 99 Euro. Problem in Anführungszeichen, die Pixel Buds normal liegen manchmal im Angebot schon bei 139. Das heißt, wir haben nur 40 Euro Differenz. Da ist natürlich die Frage, macht es Sinn oder gibt man 40 Euro mehr fürs Original aus? An sich aber ein nices Produkt, wie ich finde, denn so hat man den Google Assistenten immer im Ohr. Wenn man es mag, ist es vielleicht ganz nice. Design gefällt mir auch. Was sagt ihr? Das waren die Pixel Buds A und das nächste Thema ist auch Pixel-related, denn es geht mal wieder ums Pixel 6. John Prosser hat das Design geleakt, Max Weinberg hat es bestätigt, das heißt, das Design ist eigentlich ziemlich safe. Wo das Gerät in der Hülle ist, das heißt, Hüllenhersteller gehen auch davon aus, dass das Gerät so aussehen wird. Und Hüllenhersteller setzen natürlich viel Geld, schon mal so Hüllen vorzuproduzieren. Das heißt, die scheinen sich auch ziemlich sicher zu sein. Daher gehe ich davon aus, dass das Pixel 6 bzw. 6 Pro ist. Ich denke, Google traut sich dieses Jahr mal was, denn die wollen ja auch einen eigenen Prozessor reinbauen und es soll dann wohl nicht von innen nur nice sein, sondern auch von außen. Also ich denke, Daumen nach oben für das Pixel 6 bzw. 6 Pro. Das soll es auch schon gewesen sein. Das war das Video. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wenn ja, like das Video, schreibt einen Kommentar und unterstützt mich doch bei meinem Ziel, 100 Abonnenten zu erreichen. Euch noch einen schönen Tag und haut rein.